Daniel Steiner, ihr seid der Präsident vom Oberwalliser Schwarznasenzuchtverband. Wie seid ihr zufrieden mit dem diesjährigen Wiedermarkt? Also ich bin mit dem diesjährigen Wiedermarkt sehr zufrieden. Es waren viele Tiere da, gute Tiere. Und was mir besonders gefällt heute, ist der Welttag der Frauen. Und wie ich jetzt fisch, der Welttag der Männer von der Schwarznasenschaf. Und wie seid ihr zufrieden mit der Qualität der Tiere in diesem Jahr? Also was ich kann sagen, ich bin zwar nicht Experte, das wird nachher der Chefexperte machen, aber ich sehe, die Qualität von und wieder ist sicher sehr gut. Vor allem Maximum wieder, das ist Top-Qualität. Wer eine Feline in die Zukunft schaut, gibt viele junge Züchter im Oberwallis. Ja, wir können stolz sein, obwohl das eine gewisse Überalterung da ist, haben wir doch eine Häufung junge Leute da. Wahrscheinlich trotz den ganzen Problemen, die wir haben, Grossrüpptiere oder auch die AP20, W20+, die nicht unbedingt förderlich ist für die Berglandwirtschaft, haben wir doch eine Häufung junge Züchter, die ich dem Schwarznasenschaf verschrieben haben. Was macht für euch persönlich den Reiz vom Schwarznasenschaf aus? Für mich ist das schönste Schaf, das es auf der Welt gibt. Ein schön gewaschenes Schwarznasenschaf im Herbst mit einer Treiche oder hier wieder, wenn man die sieht, das ist für mich das schönste Stier und da schlägt jedem das Herz her. Sagt Richard, ihr seid Chefexperte am diesjährigen Wiedermarkt. Wie viele Schafe in wie vielen Kategorien habt ihr hier bewertet? Es sind 435 Wiedra da in 10 Kategorien. Und wie viel Maximum haben wir jetzt hier? Bis jetzt sind 32 Maximum in diesem Jahr wieder mal. Und wie seid ihr zufrieden mit der Qualität der Tiere? Ich bin sehr zufrieden mit der Qualität der Tiere, die dieses Jahr sind da waren. Es hat vor allem mit den Jungen, mit den Lammern, die Qualität ist da gestiegen im letzten Jahr. Und da hat es 12 Maximum gegeben, nur mit den Jüngsten. Kategorie 6, A und B. Kann der vielleicht ungefähr sagen, wie viel Arbeit gibt es, so ein Wiedri zu züchten? Also ein Wiedri zu züchten, das jetzt Fisch das Maximum macht, gibt viel Arbeit. Auf einmal im Herbst kommt das schon raus. Nachher müssen wir dem jeden Tag Minimum zweimal Fütter geben, morgen und am Abend. Wir müssen es pflegen, müssen es waschen. Wir müssen schauen, dass die Wolle gut bleibt und dass es nicht fast verschmutzt kommt. Damit das Schitten im vollen Sonntagskleid kann ich hier präsentieren. Nach welchen Kriterien werden die Wiedri bewertet? Nach den Kriterien Typ, Fundament und Wolle. Zum Typ gehören die ganzen Rassenmerkmale, die Größe des Wiedri, die Behornung und die Ausstrahlung im Kopf. Im Fundament schauen wir auf die Beistellung und auf einen korrekten Gang. Und das Sonntagskleid gibt dem Wiedri die Wolle. Da schauen wir vor allem, ob die Wolle gleichmäßig ist, ob die Bäuchlinge flott hängen, im Kopf ein flotter Balzen ist. Und dass einfach im ganzen Tier sollte eine gleichmäßige Bewollung sein. Was macht für euch persönlich den Reiz vom Schwarznasenschaf aus? Den Reiz habe ich ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen. Schon mein Vater hat Schaf gehabt. Wir sind da so drin gekommen und dann ist das Fieber eingepackt, der Brüder und mich. Und so sind wir bis heute einfach noch Schwarznasenzüchter.